Heute ist Tag der Menschen mit Behinderung. Der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Gedenk- und Aktionstag soll das Bewusstsein für die Probleme dieser Menschen im täglichen Leben wachhalten. Dafür steht auch der Berliner Verein Sozialhelden. Die Mitglieder wollen auf Probleme aufmerksam machen und sie im besten Falle auch lösen. Wir werden jetzt wieder anfangen, Spenden zu sammeln. Also wir haben jetzt wirklich die 200 Rampen weg. Lagebesprechung bei den Sozialhelden. Sie versuchen mit unterschiedlichen Aktionen das Thema Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Genau dort sieht Initiator Raul Krauthausen den Platz für sich und andere. Natürlich wollen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zum Beispiel auch gerne in Cafés gehen und ins Kino und nicht nur in Krankenhäuser und Therapiearztpraxen und Apotheken, sondern mitten im Leben teilhaben können. Inklusion ist das Stichwort, mit einbeziehen. Menschen mit Behinderung nicht in speziell geschaffenen Einrichtungen zu unterstützen, sondern alle Institutionen und Unternehmen für sie öffnen. Im Bereich Schule sind wir teilweise auf dem Weg. Es gibt aber auch Entwicklungen, die eher besorgniserregend sind, nämlich dass die Zahl der Sonderschüler in manchen Bereichen noch steigt. Und das Gleiche gilt für das Berufsleben. Ein wichtiger Punkt auf dem Weg zum Miteinander ist Barrierefreiheit. Ich frage mich halt, weil ich ja dann doch eher so der Lösungssucher bin, wie es sein kann, dass es noch so viele Geschäfte gibt mit ein oder zwei Stufen am Eingang, was jetzt keine Raketenwissenschaft erfordert. Und so sammeln die Sozialhelden weiter Spenden, um Rampen an Geschäfte verschenken zu können.